Dummer Trotto, der du doch bist. Ey, nee, das ist nicht fair. Das ist Underwood. Bleiben Sie stehen, Underwood. Habe ich mir jetzt ein bisschen anders vorgestellt. Stefan, du schmeißt eine Party bei dir und ich bin am nächsten Tag um 15 Uhr noch da. Und früher wäre das normal. Allgemeine Verkehrskontrolle. Oh, ich bin einfach nicht rausgegangen. Hallo, einmal anhalten. Ja. Hallo. So, ich craft jetzt hier noch ein paar Kalten. Ja, was craftest du? Wasserwinder. Ich glaube, du musst mindestens 5 Minuten im Solo zocken und die erste Mission machen. Oh, am Arsch. Als ob ich so mein Game fixe. Ich muss den offline Singleplayer durchspielen. Damit ich wieder online spielen kann. Aber ich hatte beim allerersten Mal hatte ich doch auch so Probleme. Ja, ja. Ich weiß jetzt nicht, warum ich das mittendrin habe. Wer hat sie geschickt? Heute die Herr Underwood. Ach du Scheiße. Er hat irgendwas geschwafelt von Diamanten oder so. Und meinte, wir sollen ihn in die andere Seite der Stadt zeigen. Ne? Deswegen sind wir jetzt hier. Oh, okay. Ja gut, genau. Machen wir. Der ist auch eingeplant. Oh, perfekt. Dann folgen Sie gerne den Gentleman, ja? Max, ich habe in GTA gerade gesagt, dass ich auf dich warte da. Perfekt. Also bloß kein Stress. Ja, dann sag ich bin Mittwoch da, ne? Würdest du nochmal den PC starten? Nee, ich muss wirklich, das ist jetzt kein Witz, den Singleplayer-Story-Modus spielen bis zum ersten Speichern. Wirklich? Ja, wirklich. Oh mein Gott, ich habe aber eine super Nachricht für dich, Max. Du kannst einen Brunnen aufstellen, der unendlich Wasser gibt. Und dann brauchst du nicht am Wasser bauen für deine Farm. Du kannst aus diesem Brunnen dann unendlich deine Gießkanne befüllen. Das ist mir scheißegal. Was laberst du denn? Das ist so geil, Alter. Einen Brunnen bauen, einen Corekeeper. Mein Game startet nicht. Das ist kein Game Injection has timed out. Ja, ey, Mickey. Ja, Max. Ich möchte einen Zuschauer vorlesen bei mir. Ich glaube, bei dir wird er einen dicken Timeout kriegen. Okay, gut. René hat geschrieben, Max muss sein PC in Reis legen. Oh. Ja, das haben tatsächlich auch schon ein paar hier reingeschrieben. Wie gehst du mit so einer Nachricht um? Ich schreibe auch immer, ich soll einen Magnet an meine Festplatte halten, so eine Scheiße. Wie heißt du eigentlich? Den letzten, den ich hergenannt habe, war mein Lehrer. Also, ich habe viele Namen. Manche nennen mich Samwise. Samwise? Samwise Gamgee, der Hallo? Freund des Ringträgers. Ich nenne dich einfach Rotkopf. Vom Bruchtal. Ich nenne dich einfach Rotkopf, das ist ein guter Name. Gut, dann einfach Rotkopf. Perfekt, dann zieh dich mal bitte um oder... Ach, du hast... Also soll ich... Was soll ich generell machen? Wie soll ich mich anziehen? Wie soll ich mich aussehen? Genau, wollen wir euch einmal die Arbeitskleidung ausziehen, bitte. Die Arbeitskleidung aus? Siehst du aus? Nee, sie sind trotzdem noch im Dienst angemeldet. Ach so. Um 21 Uhr kommt Frau Reiter vorbei. Die wollte sich einmal vorstellen hier. Bei der Sander Andreas Highway Patrol. Ja, und die hat eine kleine Empfehlung von mir, was das angeht. Die ist gut drauf. Vielleicht kann man dir ja eine Chance geben. Wenn ich mal schauen, werde ich auf jeden Fall Reiter leiten. Wie war der Nachname nochmal? Reiter. Bei uns ist halt wichtig Respekt und dass halt jeder jedem hilft. Egal welcher Rang du bist oder egal bist, dir wird geholfen. Na, das ist gut. Ich stehe jetzt hier alleine in einem Auto. Ich muss nur einmal sagen, komm, dann kommen wir. Das ist vom Vorteil. Oh, ich bin jetzt bei den Ballers. Jetzt bist du bei den Ballers. Bist du neu hier? Also, gibt's auch irgendein Ritual? Gibt's irgendeine Mutprobe für mich? Eine Mutprobe? Ja. Wir machen jetzt gleich ein Abo-Rot mit dir, mein Freund. Das war ein Schlag. Aua! Guck mal, ich hab auch das hier noch. Das habe ich mitgehen lassen, wie so ein richtiger Gangster. Guck mal. Oh Gott, oh Gott. Ja, sehr geil. Sehr geil. Stabil. Kannst du noch was? Gibt's auch was? Pass mal auf, ich geb dir mal noch was. Das ist natürlich nur für das Feinste. Falls es dazu kommt heute. Ich brauche aber noch irgendwie, ich brauche noch einen Spitznamen. Ich bin ja Michael Hort, ihr nennt mich Rotschopf, aber kann ich noch so für die Cops, kann ich irgendwie noch so einen Gangsternamen haben? Was nicht auffallen würde. El Loco. Was würden Sie sagen? Na, El Loco ist zu Standard. Die brauchen was Eigenes. Ja, ich brauche was Eigenes. Ein Docs. Wie wär's damit? Ein Docs? Soll ich ein Docs sein? Die sind der Docs dann bei uns. Okay, du müsstest dir aber Underwood auch sagen, dass ich ein guter Docs war. Hier, du kannst mal anhalten. Bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Der nette Herr, die können wir anhalten. Komm mal direkt vor der Hut, wir haben hier einen Geisel. Komm her, zeig mal, wie du den holst. Welchen denn? Ja, den hier direkt vor uns. Jetzt holen sie den mal raus. Nicht erschießen, sollst du als Geisel nehmen. Ach so. Sollst du als Geisel nehmen. Okay, du bist jetzt eine Geisel. So, einsteigen in den Jugi. Sonst kriegst du in den Shepherds, in den Shabbies. Sieh zu jetzt. Los, rein. Mav, was machst du hier, Mav? Du bist eine Geisel. Dritte Geisel. Mav, was machst du? Geisel und noch eine Geisel. Rein oder in den Shabbies. Ich bin nervös. Mein Abzug ist nervös.
Jungs, ich sag's so ganz ehrlich, der. Ich hab aus Versehen, tut mir leid! Ich hab aus Versehen der Ente in den Kopf geschossen! Was hast du hier? Was ist denn hier ein Juggel-Duggel-Duggel? Ja, rein jetzt in den Chappels, in den Chips! Ja, hier sind überall pinke Autos! Los mit den Chappels! Steig ein! Die nächste Kugel geht in deinen verdammten Kopf! Ich schwöre, ich sehe das Auto nicht! Warten Sie! Okay! What the fuck, rein in den Chappels! So, jetzt geht's hier aber richtig los mit den Chappels! In eine Chappies. Und rein ja, in eine Shoppes. Darf ich die Polizisten brechen? Also mental? Ja, natürlich. Ja, das ist natürlich, mach was du willst, auf dein Kommando fangen. Ich möchte, dass die anfangen zu sabbern. Dass die einfach sagen, okay, wir haben keinen Bock mehr. Kann ich auch zur Not also einfach einen Polizisten wegscheppern? Nicht ohne Schusscall. Also du musst ihm vorher schon sagen, dass du auf ihn schießen wirst. Also ein bisschen Zeit zu reagieren. Kann ich rein theoretisch sagen, oh, guck mal, da am Himmel ist ein Vogel. Okay. Der schießt dich gleich an und dann baller ich ihm eine rein. Das ist ein Wortspiel zwischen Scheißen und Schießen. Ja, das geht. Und ich bin der Vogel, die Metapher. Du sollst schon eine Chance geben, aber wenn du das so machen willst, Frank, den mach Call ich und dann fick ich einfach. Ich bin auf alles vorbereitet. Ich komme ja von der anderen Seite. Ich komme ja, sag ich mal, von der Seite Highway. Ich war ja bei der San Andreas Highway Patrol. Digga. Den ersten haben wir schon mal. Komm mit nach vorne. Ich glaube, das ist tatsächlich für den nicht so gut gelaufen. Soll ich eventuell noch eine Geisel anrufen? Nee, zwei Leute dürfen wir nur. Also zwei Leute reichen. Ja, maximale Anzahl. Sonst gibt's Ärger mit denen von da oben. Und wenn ich über den da oben, also wenn ich rein theoretisch von da oben bin, ich sitze quasi neben Zeus. Dann darfst du machen, was du willst. Ja, das ist die Macht! 15 Leute. Versteht ihr das? Das ist Macht! Das ist ich frühstücke neben Zeus. Weil ich hab wie soll ich sagen, ich glaube in der Jugendsprache sagt man so ein Sidechick. Sagt man Sidechick? Ja, kann man sagen. Das ist so nicht so Freundin, sondern eher so, die ist halt da, so Sidechick. Ach, Sidechick. Sagt man das noch? Wir nennen das Bitches. Ja, ich sag Sidechick. Solange du die flankst, kannst du die nennen. Genau, flanken, rechts außen vorbeiziehen, rechter Flügel nach innen, Arjen Robben-Style und dann schön unten rechts ins Eck. Du weißt, wie es läuft. Erlaubt ist es nicht. Aber wie gesagt, wenn du von ganz, ganz oben bist, darfst du, denke ich mal, machen, was du möchtest. Das ist das ist immer so im Leben. Das ist immer so im Leben. Die Leute von oben, weißt du, das sind ja die Schlimmen. Die scheißen dir auf den Kopf. Und du musst noch sagen, danke für den Hut in der Welt. Die Leute verstehen nicht, die echten Gangster tragen Anzug und Krawatte. Ja. Tatsächlich bin ich aufgewacht. Dann bin ich den Highway lang gefahren und dann kam mir ein Typ entgegen auf meiner Fahrbahn, hat mich so dermaßen gerammt und hat dann noch behauptet, was ich auf seiner Fahrbahn verloren habe. Ja, das sind immer die Besten. Das war schon sehr skurril. Dann habe ich ihn gefragt, ob er Lack gesoffen hat und dann hat er gesagt, nee, ich hatte zum Frühstück einen Radler. Und dann dachte ich, okay, alles klar. Daran hat's gelesen. Ja, hat's auch. Genau aus so einem Grund musst du zu uns kommen. Dann könntest du einfach aussteigen, ihm seine Sachen abnehmen und ihn nach Hause schicken. Darf ich dich mal fragen, warum du denn auf der legalen Seite arbeitest? Den Beamtenstatus. Okay. Mit krank sein, kurze Arbeitszeiten, Urlaubstage. Die Vorteile einfach, die man hat. Die Vorteile, weißt du, das Leben, es ist ein schönes, entschleunigtes Leben. Du hast einen Beamtenstatus auf Lebenszeit. Die Bank macht sich keine Gedanken über irgendeinen Kredit. Das Ding ist sicher, weil wenn der Staat nicht mehr zahlt, dann zahlt sowieso niemand mehr. Und ja, das Leben ist schön, das Leben ist entschleunigt, weißt du? Aber Mister, jetzt sind wir mal ehrlich. Ja. Wie ist es denn? Wird man doch auch mal belächelt, wenn man durch die Straßen läuft. Wie ist es denn, wenn man jetzt mal ganz alleine da rumläuft und da sehen sie jetzt mal 5, 6, 7, 8 Baller-Autos und die schauen die an und denken sich nur, ja, was ist das für ein Loser? Was ist das für ein natürlich, Loser mit deiner Marke? Aber dieses Loser, das ist ja der Blick von unten nach oben. Ihr seid ja in der Unterschicht. Ja. Ich hab meinen Job, ich hab meinen geregelten Ablauf. Mir geht's Mensch, gut. Ich hab meine Kredite. Ja, Unterschicht. Bitte? Ja, wie viel verdienst du? Also ich hab ein Geschäft, ich hab mehrere Millionen auf dem Konto und mir geht's gar nicht mal so scheiße. Ja, guck mal, du hast mehrere Millionen auf dem Konto. Aber wenn du jetzt mit ein paar Drogen im Auto rumfährst, ja, und die Polizei hält dich an, dann musst du dir ja immer Sorgen machen um deine Millionen. Dann musst du dir ja immer Sorgen machen um dein Leben. Dann macht der Meeting rum, die nehmen die Cops auseinander und nehmen den ihre Waffen. Meine Freunde und nehmen denen alles weg, was haben. Dann gehen die Unterhosen wieder nach Hause und weinen. Jungs, macht mal alle ein Meeting Point oder hier eine Anzeige wegen Geiselnahme. Anzeige! Köten!
Machen Sie sich jetzt über meinen Dialekt lustig, da? Wo sind die Fische? Das Glattaut habe ich gehabt. Bitte? Ich komme nicht aus Köln, definitiv nicht. Aber wo sind die Fische? Ja, die sind fortgeschwommen. Und wo war die Jasmin dabei? Das weiß ich nicht. Das kann ich Ihnen war auch nicht sagen. War die Jasmin dabei? Ja, natürlich war sie dabei, wenn wir ehrlich sind. Wenn du halt eine Fotze bist und ich nicht weiß, wie man es übernehmen kann. Ne so was? Ganz einfach gesagt. Eine Fotze. Eine Fotze. Genau. Ein Arschloch. Ein Wichser. Eine Fotze einfach. Eine Fotze. Gut. Eine Fotze. Mit V, mit F oder mit. Da ist der Staubsauger wieder an. Hey! Isaac, seine Lache ist einfach viel zu geil. Ihr müsst einfach nur hinhören, wie er lacht. Ja, das ist halt der Teekocher. Der Teekocher, der gute alte Teekocher. Der Teekocher, also Teekocherlachen sind für mich auch auf Platz 1. Ich hab auch eine Teekocherlache, aber nur, wenn es ganz extrem wird. Dann kriege ich auch keine Luft mehr. Dann schwillt auch mein Kopf an. Und ich mir wird auch ein bisschen, wenn ich richtig doll Lachanfall habe, wird mir auch ein bisschen schwarz vor Augen. Bauchschmerzen, Tränen und Wasserkocher. Das ist aber auch das Schönste, wenn du so lachen musst, dass du Bauchschmerzen davon bekommst. Ich erzähl dir jetzt eine Real-Life-Story von einem Kollegen, okay? Das ist kein Spaß. Ich hatte einen Kollegen, der ist auf ein Date gegangen mit einer Frau und der hat im Popcorn-Eimer... Ist er ins Kino gegangen? Er ist mit ihr ins Kino gegangen, er hat sich Popcorn geholt, okay. Und die haben vorher halt schon so ein bisschen... Tingeltangel geschrieben, so ein bisschen, du weißt, okay. Dass da ein bisschen was abgeht. Und dann hat er während des Films ein Loch... in der Mitte des Popcorn-Eimers gemacht. Kennt man. Und dann musste sie da ran. Ich schwöre, 100%, 1 Milliarde%. Aber kennt Jungs, ruhig. Mal, wir haben Besuch. Ich schwöre, Bro, 1 Milliarde%. So, wundervollen, guten Abend. So, wir, kannst du direkt schon mal aufschreiben? Wir sind 40 Leute. Wir nehmen erstmal allein für die Verspätung, weil die so lange gebraucht hat, nehmen wir 40 Margarita-Pizzen. Alle geschnitten. Mit Cheesy Crust im Rand. 40 mal Knobi-Dip dazu. Entschuldigen Sie ganz kurz, bitte. Keine Sekunde, das müssen wir nicht was glauben. Ihr geht jetzt sofort weg, ihr habt 4 Sekunden Zeit. So, ja, 40 mal Rita. Ja. 40 mal Knobi-Dip. Kann ich Brokkoli drauf haben, bitte? Ja. 5. Danke. 4. Was dazu? Warte. Kurz ein bisschen Chappy. Oh, Entschuldigung. Tatsächlich noch ganz gerne 40 mal Mezzomix und 40 mal Pizzabrötchen. Ich hätte gerne Milchshake. Gut, ein Milchshake noch dazu. Dann nehmen wir dazu noch 20 mal Eis, Cookie Dough und 20 mal Tiramisu. Und der letzte Punkt auf der Liste, einmal die Rufnummer deiner Schwester. Benehmt ihr euch nicht richtig, wa? Hast du direkt schon mal hier ein Helmchen angezogen? Bisschen Sparring oder was? Krieg mal eine rein hier. Guck mal, was für ein Haken. Zeig mal noch den Uppercut, Michael. Oh, sehr gut. Ja, komm her. Und hier ist die Geisel, sehen Sie, der geht's gut. Eine andere Geisel kriegen Sie nicht zu sehen. Könnt ihr mal dafür sorgen, dass hier keine Machers ins Gebiet reinkommt, weil sonst müssen die ganze Zeit töten und das nervt. Und fragen Sie bitte einmal nach der Jasmin. Und das ist euer Dom. Nach Jasmin, was mit der ist aus Köthen. Ey, Docs, Jasmin sein. Die würde ich auch gerne einmal die Nummer von ihr bekommen. Wir wollen jetzt 200.000. Für die Geisel. Für die eine Geisel gibt's 200.000, aber nicht für die Geisel direkt, sondern nur für den Reisepass von der Geisel. Für den Reisepass einer Geisel? Richtig, ist korrekt. Es ist ein Menschenleben, die Herren. Denk mal lieber daran, dass du der Familie der Geisel Bescheid sagen kannst, wenn du den Reisepass hast. Dann kannst du dich schon mal ein bisschen beruhigen, dass der Mann da nach Hause kommt später. Haben die FIB, haben die irgendwas special, haben die irgendwelche Helme, worauf man achten muss? Ja, die haben ziemlich starke Westen und so eine ekelhafte Spritze oder Tablette, mit denen die richtig eklig viel aushalten. Aha, okay. Haben wir sowas auch? Bisschen Punch. Ne, leider nicht. Aber wir haben ein bisschen Gras, oder? Wir haben bessere Schützen und mehr Qualität in den Reihen. Und meinst du generell, wenn ich mir vorher einfach ein bisschen Crack reinhau, dann das läuft besser? Rauch dir ein bisschen Heroin, das läuft immer besser, mein Freund. Bisschen Hero? Ja, Heroin. Einfach ein bisschen Schore rauchen, okay, gut. Das passt, aber erst das ist das Ganglife, ja? Ja, gut. Ich habe Kokain verwendet und das habe ich kurz geraucht, gut. Kasi. Ja. Was denkst du, wie viele sind das? Das war ein bisschen zu früh, das hättest du machen sollen, bevor es nicht geht. Nee, ja, das ist jetzt genau richtig. Wir haben auch alle ihre Waffen draußen. Ja, die wollen sich scheppern. Geht mal von den Autos runter. Guter Call. Sind wir nicht so eine Zielscheibe? Und ein bisschen verteilen auch. Bisschen links und rechts. Ja, okay, ich geh rein. Dann viel Erfolg. Jawohl.
Er wünscht den Geiselnehmern einfach viel Erfolg. Ihr bedroht zwar mein Leben, aber das passt schon. Viel Glück, Jungs. Hey, doch. Du setzt denn gleich mein Zeitlimit. Ihr sollt ein bisschen Gas geben. Soll ich ihn fragen, ob er mitscheppert? Oder? Er würde mitmachen, hat er schon 10-mal gesagt. Kommt einer zum Verhandeln? Herr Hort, Sie müssten nochmal. Pass auf, wir machen es so. Du gibst uns die 122.000. Ich gebe dir einen Reisepass, aber dafür verschwindet da die erste Barrikade. Okay, die bei den Autos da. Direkt, die, was man jetzt. Die kennt. Direkt hier vorne. Die allererste. Okay. Dann sind 122.000 okay. Erste Geisel kommt. Rüber. Die Geisel bleibt noch stehen. Erst ist der Heli verschwunden, sonst bleibt die Geisel hier. Zum FIB, die sollen den Heli zurückziehen. Die sollen sich verpissen. So, ist weg mit dem Heli, sonst eskaliert hier die Situation. Weg jetzt mit den Helis. Ich will nicht die Geisel erschießen. Sonst erschieße ich die Geisel vor ihren Augen. Wir hatten einen Deal. Gute Doc, das hat mich darum gekümmert. Solange der da ist, warten wir noch. Vorher gibt's die Geisel nicht. Wir warten erst, bis der Heli weg ist. Wer landet gerade? Nee, der soll nicht landen, der soll sich verpissen. Ganz weg. Der flickert zurück und landet bei den auf Tor. Der soll nach Köthen. Wie bitte? Ja, bitte? Da soll nach Köthen und soll mal nach den Gardinen schauen. Okay. Und die Fischen. Und die Fischen. Und fragen, ob die Jasmin dabei war. So, weg mit den Viecher! Rennen Sie durch. Dann gibt eine Anzeige. Es heißt raus mit den Viecher. Raus mit den Viecher. Mach dich aus meiner Leitung, du Birne. Hör mal hin. Ich höre die Rotoren noch, Jungs. Die sind nicht weg. Wir haben eigentlich alles bekommen. 122.000. Reisepass habt ihr auch bekommen. Ich würde euch jetzt die letzte Geisel geben für freien Abzug. Kriegen wir hin. Gut, die Frage meinerseits, in welche Richtung wollt ihr abziehen? Weil wir müssen ja dann wahrscheinlich irgendeine Seite für euch frei machen. In welche Richtung wollen wir? Ich würde sagen, in... Raus, würd ich sagen. Hier, ne? In die Richtung, oder? Genau. Also über die Brücke. Lasst mal probieren, wegzukommen. Und wenn wir nicht wegkommen, dann ballern wir die um. Ich sag euch so, wie es ist. Die halten sich nie dran. Die machen immer deswegen. Was, was die knallen nachher. Lass uns die Fahrzeuge satteln. Nee, die bauen schon auf. Guck mal, die haben schon alles aufgebaut. Die wollen uns knallen. Die bauen bestimmt hinter der Brücke, Zeug also auf der anderen Seite hier auf. Hier geben wir unseren guten Spot auf. Wie sieht's aus mit den Nagelbändern? Welche? Bitte? Welche da Nagelbänder meinen Sie? Auf der Brücke. Welche Nagelbänder? Ihr habt überall Nagelbänder platziert. Ja, Kollegen, verarscht ihr uns oder was? Ich würde sagen, wir fahren nicht über die Brücke, sondern wir fahren über links. Packen Waffen aus. Pass auf! Die zielen auf uns, Jungs. Die zielen. Die zielen auf uns. Wenn der Drecksack da hinten noch einmal schießt, verteile ich seinen Scheißschädel mit den kompletten Ammunition. Jetzt kommen wir mal hier zu dem letzten Punkt. Sie sehen ja die ganzen Fahrzeuge, richtig? Ihre Fahrzeuge, ja. Und ja, was soll ich sagen? Die aktuellen Spritpreise gehen ja gerade ziemlich durch die Decke. Da sind die 122.000 schnell weg. Herr Docs, Sie haben die Forderung gestellt, wir sollen die Barrikaden. Ja, die Spritpreise sind jetzt, wir sind ja auch schon ein bisschen hier. Und ich glaube, der Sprit ist zurzeit jetzt gerade um 22.30 Uhr. Ja, kommen Sie mal mit. Ich zeige Ihnen das mal. Kommen Sie mal mit. Gucken Sie sich das mal an. Wir sollen das bezahlen. Wer soll das machen? Da würde ich glatt... hier, schauen Sie sich das mal an. Der Diesel, der ist bei 4,69 Euro. Ja, der Sprit ist... Halt wissen Sie, was... wer soll das bezahlen? Wer soll das zahlen? Ja, aber wer soll das bezahlen? 5 Euro für einen Liter. Wie wäre es denn, wenn ich eine Demo mache? Dann fahre ich ein bisschen mit dem LKW in der Stadt rum und demonstriere über die hohen Spritpreise. Vielleicht passiert da was. Wissen Sie, dass es Demos gibt? Da gibt es Leute, die fahren mit LKWs in der Stadt rum, um gegen die Spritpreise zu demonstrieren. Also fährt man damit rum. Wir kriegen noch Geld. Ich habe noch Geld rausgekitzelt. Ja, wir müssen jetzt mal was machen. Geschossen. Ich hab so provoziert. Wie kann man nur so doll provozieren? Von der Seite. Oh, ich hab ihn. Nice. Osten ist soweit sauber. Auf Brücke down, rechts auf der Brücke down. Unten hinter dem gelben Container, Jungs, sieht gut aus für uns aktuell. Caro und ich backstabben ein bisschen. Mir, was macht ihr? Kommt mal! Ja, hier, die sind direkt an der Ecke.
Oh jo. Die sind fast alle weg. Cargo Bob am Nordbrücke. Zieh da. Vorsicht, das sind drei Medics, nicht auf die Medics schießt. Was machen die Medics hier? Auf dem Dach liegen genug. Die Ente liegt, die Ente. Niemand wird gefinisht, verdammt noch. Der nächste, der auf Civi schießt oder auf Medics schießt, kriegt eine dicke Sanktion, Digga. Ohne Fahrrad. Ey, Jungs, stark gemacht, die kleinen Motherfucker, Alter. Dickus Bergmann, ich bin richtig stolz auf euch, Jungs, Mann. Habt ihr richtig stark gemacht, Mann. Habt ihr richtig gefickt, Mann. Ich hab das Geld bekommen von dem Überfall. Wem soll ich das geben? 150.000. Ja, ich geb euch das. Und wie fandest du deinen ersten Einsatz? War sehr geil. War sehr geil. So, 150.000. Bob. Perfekt, ich danke dir. Jawohl, ich wünsche euch dann noch einen schönen Abend, war sehr geil. Jo, was dran, Alter? Ich nehme dir ein Auto, für dich frei. Danke. Ja, dann danke für die Action und mach's angenehme gut, ja? Angenehme Schicht. Jawohl, noch was mich hat. Mach's gut. Fühl dich wie zu Hause. Ihr seid die Besten, ehrlich, ihr seid die Besten. Fühl dich wie zu Hause. Google Docs. Ja. Bist du ein Bulle? Was? Wollen wir es wohl wissen? Ja, ich bin von Highway Patrol. Ja, er geht jetzt erstmal in Dienst. Ja, ich gehe jetzt erstmal abschleppen. Ja, aber nicht mein Auto, ja? Sonst. Ah, weiß ich noch nicht.